Moin, moin, liebe Leute. So, ich lese heute mal wieder was Neues vor. Ich habe mir jetzt ein Buch bestellt, das heißt Schippermärchen und Seemannssagen. Was das ist, könnt ihr euch schon denken. Es geht halt um Märchen auf See mit Seeleuten. Das Lustige ist, was ich nicht gesehen habe, dass das auch Plattdeutsch ist. Und ich komme ja aus Norddeutschland und verstehe das Plattdeutsch wohl und ich kann es auch ein bisschen sprechen. Nicht so gut wie meine Eltern und viele andere aus meiner Verwandtschaft, aber ich versuche mich halt mal dran. Ja, und jetzt habe ich hier eine ganz kurze Geschichte, sind nur knapp 2 Seiten, aber ich probiere das mal aus. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich fange da mal an. Die Geschichte heißt De Schipper und de Düvel. Da is mein Schipper West, der hätt fäll Glück. Wat er jog anfüng, alls Glück in. Keller hätt so moi Ladung essay. Dat flöt immer so tau. Hei, wär aber auch nicht bang. Dat gäf kein, der so wat riskieren dät, wat er ruhig magen dät. Wo hier auch segeln dät, hier hätt immer gut Wind. Wegsägen, wenn er sie in Hoft rein dät, denn 30 uck de Wind, so wie hei wohl. So hätt de fehle Joren durchfort, moos mit Holzfrachten, aber auch wär weg, bett nat Ski dahin, und er verdiente Geld wie Heu. Einmal, wie er hei die Nordsee togangen, da ging as dat Wetter immer verdüll, dat lädt es hat de Schipp und Ladungsstahlen. Achter im Elber segelte ein, de Lüb noch düller, dat wir Musch Urian silben. Ihr kennt joch wohl all denken, dass er mit dem Schipper einen Kontrakt hätt. Dat wir auch so und die Kontrakt wie an diesem Dach um diese Stund auflaufen. Der Schipper muss damit rechnen, dat muss keinem und ham halen dat. Der Schipper käm grad uck sin Kajütrut und kick in das Wetter, es er merken dat, wat da achter ankäm. Er hat dat aber all mit Analyse als mit den Düvel obnahm, entgäf sich noch lang nicht. Hey, letztlich den Timmermann käm und sagt ihm Bescheid. Hey, füll Furz in dat Rumgarn in tugadelige Löcher in de Schiffsboden bohren. Das soll heide pumpen und her Gestell halen, um ganz dicht bi de Löcher säten, so dat der Water recht hoch in die Rohren stiegen wird. Wenn sich de Lü und aber die Znorrig eurer wundern däben, so wären die doch gewohnt, zu tun, was sie sollen. Se däden, wat er ey sechtert. Sie bohrten die Löcher und setzten die Pumpen so dicht ob, dass auch nicht ein Druppen Water an der Lano kam tun. Man in den Pumpen stünde Nordsee selben vor Tauch. Meister Zimmermann wär just fahrig und hat den größten Bohrer noch mal richtig utkloppt. Nun käm Musch Urian in den Böck auch all angebrummt und kriegt den Schipper fürs Bein kragen. Mann, immer langsam und nicht so hastig, euer Freund, sagte Schipper. Mann, nicht so hastig. So, ihr hättet doch das doch nicht. Und Dobby fing hier an, sich von den Krallen loszumachen. Ich weet, wat wie beiden aufmachen hebt, schilde Schipper wieder. Aber das stünd doch in unserem Vertrag. Du wirst dafür sorgen, dass mein Schiff zu jede Ticht dicht und drück wird. Du wirst doch vergessen, was du unterschreiben hast. Du bist mir ein sauberer Kerl. Kick dir mal die Pumpen an. Selben Furt Waterstein in den Rohren. Pump Düvel, pump mir das Schiff, Lenz. Dann kannst du mir halten und so lang Bier holen, als du willst. Der Düvel forderte den Uck richtig ob de Pumpen los und fing an zu schaffen, dat ihm de Zwettmänner um so de Pockel da laupen dat, dat in Dorwell ne Macht hat betrieben könnt. Fortgang wir doch du nicht in den Hey Pumpe ut de Nordsee, rut in Wetter de Nordsee rin. Zuletzt hätte ich noch davon. Es er gar nicht mehr können, forderte er ab voll Wut und Gift, drückte sin Großmutter, wo er sich verpusten will. Den Schipper lette er vorn, wat er vorn woll. Und wer hier nicht bleiben ist, dann führt ihn noch rut und lädt den wenigstens drein, grad so erst den Hof drein deit. So, das war's dann immer erstmal. Ist schwierig zu lesen, ist auch schwierig zu verstehen, ist halt ein anderes Plattdeutsch als das, was ich kenne. Plattdeutsch ist halt regional auch verschieden. Sind klar, von der Grundlage her ist es immer ähnlich, aber jede Region hat halt ihre eigenen Worte und so.
Und ich muss sagen, das eine oder andere habe ich auch Probleme zu verstehen. Aber ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Es war okay. Mehr kann ich nicht tun. Und ich wünsche euch noch einen schönen Montag.